So. Okay. Dann müssen wir jetzt, wie war das jetzt? Blau, gelb war ganz links. Ja, also blau auf rot. Hallo? Wie kann ich jetzt die Drähte hier bewegen? Ach so, nacheinander, okay. Dann war das rot auf blau. So, ne? Rot auf blau, blau auf rot, rot auf blau und schwarz auf schwarz. Ja, aber irgendwie passierte ja nichts. Nochmal das Ganze. Blaue Kabel auf rot. So. Rote Kabel auf blau und schwarze Kabel auf schwarz. Jetzt müssten wir doch eigentlich den Knopf drücken können, oder? Ja, wunderbar. Ich dachte, das geht automatisch los oder so, aber passiert nicht. Mussten wir tatsächlich noch selber betätigen. Das Wasser ist aus dem Kanal abgelaufen. Gut, und dann können wir ja jetzt hier unten entkommen. Ah, schon wieder Framerate hier. Ich weiß gar nicht, was hier los ist, aber ich mache jetzt einfach mal weiter. Ich mache mal ganz kurz ein kleines Päuschen. Bin gleich wieder da. Das ist nämlich doof, wenn es mir hier so rumruckelt. Kleinen Moment. So, da bin ich wieder. Na egal, ich lasse die Framerate jetzt mal Framerate sein, weil die ist jetzt hier so bei 40 FPS. Sonst habe ich das eigentlich immer mit 50 FPS aufgenommen. Macht hier so gerade wilde Sprünge. Irgendwas rattert hier auch im Hintergrund rum. Möchte das Spiel jetzt aber ungern abbrechen. Dafür ist die Differenz in der Framerate, glaube ich, auch zu gering. Also wir sollten das doch recht flüssig sehen können, alles. Entschuldigung. Und ja, wir gehen jetzt mal hier die Luke raus. Der Durchlass ist nicht groß genug und die Propeller blockieren den Weg. Ah ja, okay. Also das wäre auch wahrscheinlich zu einfach gewesen. So, wir werden hier also nicht durchkommen, so ohne weiteres. Das Flügelrad verfügt über drei Propeller, von denen einer hinter dem anderen liegt. Die Achse des Flügelrades besteht aus drei unabhängigen Wellen mit unterschiedlichen Durchmessern. Die kriegen wir doch bestimmt abgefummelt hier. Die Achse des Flügelrades besteht aus drei Den wollte ich mal nehmen, den mittleren. Was soll das jetzt? Das Flügelrad verfügt über drei Propeller, von denen einer hinter dem anderen liegt. Müssen wir jetzt alle drei anbringen, oder wie? Da wird nichts passieren. Das passt nicht. Ha. Das Flügelrad. Nicole, ich bin hier. Die Achse des Flügelrades besteht aus drei unabhängigen Wellen mit unterschiedlichen Durchmessern. Gilt jetzt wahrscheinlich darum, diese Flügelräder hier zu verstellen, damit Nicole hier wegkommt, aber sie nimmt den Schlüssel hier einfach nur wieder an sich.
Oder ach so, ich glaube, ich habe was, ja, ich glaube, ich habe was nicht bedacht. Der Schlüssel kann links oder rechts herumgedreht werden. Mit der rechten Maustaste. Der Schlüssel kann links oder rechts herumgedreht werden. Oder wie? Der Schlüssel kann links. Ich habe die Position von Propellern verändert. Ja, das muss ja auch. Das Flügelrad verfügt über drei Propeller. Ich weiß, Nicole, ich weiß es langsam. Nein, das ist nicht richtig. Den Schlüssel nach rechts zu drehen, hat andere Auswirkungen als nach links. Aha. Nein, das ist nicht richtig. Nein, das ist nicht richtig. Keine Ahnung, was das ich jetzt hier mache. Das Flügelrad verfügt über drei Propeller, von denen einer hinter dem anderen liegt. Jeder Schlüssel dreht das Flügelrad anders. Ja, du kommst doch da jetzt unten durch, oder was? Verstehe ich jetzt nicht. Das Flügelrad verfügt über... Oh, Nicole, wenn du nicht gleich hier aufhörst zu reden, ey, dann werde ich aber wirklich sauer. Nein, das ist nicht richtig. Nein, das ist nicht richtig. Ich habe keine Ahnung, was ich hier zu tun habe. Es ist ein kleiner Ringschlüssel. Ja, klar. Das Flügelrad verfügt. Da kommst du doch jetzt durch, Nicole. Ich verstehe das Problem jetzt überhaupt nicht. Da kannst du doch locker durchklettern hier. Kapiere ich nicht. Also ich mache jetzt nochmal kurz Pause. Es tut mir sehr leid, Freunde, aber das ist ja wirklich wieder einer mal der bescheuertsten Rätsel, die ich jemals machen musste. Kleinen Moment. Boah, ich bin wieder da und ich bin mal wieder so verzweifelt, unglaublich, ich hätte hier fast rumgebrüllt bei dem Quatsch. Einfach durch wildes Probieren mal wieder versucht, dann habe ich hier im Internet noch eine Lösung gesucht, da stand dann einfach rumprobieren, stand in der einen, in der anderen stand drin, einfach den mittleren Schlüssel hier einmal versuchen und einmal dran drehen, da stand nicht mal was davon drin, dass man den in beide Richtungen bewegen kann. Naja, also ich bin ja schon wieder 1000 Tode gestorben, Nachbarn haben sich schon bei mir beschwert, ich habe Sachen zerdeppert hier, ich habe... kleine Küken gegessen, Fledermäusen den Kopf abgebissen. Also das war wirklich, also dieses Spiel. Doch Gott sei Dank haben wir es gleich geschafft. Wir können jetzt endlich den Schacht hier hinunter. Und bitte nicht noch so ein Rätsel. Bitte, bitte nicht. Also runter mit dir, Nicole. Dieser Container ist unter dem Raum, den ich durch die Luke gesehen habe. Ah ja. Die Metallplattform ist uneben. Die Metallplattform ist uneben. Ah ja, wir haben ja aber ein noch... Ein Eimer ohne Griff, dank mir. Aber er kann mir immer noch etwas nutzen. Der ist uneben, aber was soll das? Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Das geht nicht. Geht nicht, so. Die Pumpe pumpt das Wasser durch dieses Rohr hinaus. Hier irgendwas rauflegen? Ich verstehe auch nicht, was ich jetzt machen muss, was hier jetzt das Problem ist. Soll sie jetzt zum Rohr, soll sie nach oben oder was? Zu hoch. Ach so, verstehe, sie soll jetzt hier hochklettern. Naja, dann haben wir ja hier Möglichkeiten. Ist jetzt immer noch zu hoch. Nein. Sie hat diese Schlinge und hier eine Türklinke. Der Griff verriegelt die Tür. Zu hoch. Da kommt mir die Idee. Er ist neu und stabil. Da ist ein Loch unter dem Stiel. Ah, okay.
Dann können wir doch hier bestimmt unsere Schlinge reinfummeln. Am Ende vom Stiel befindet sich eine Drahtschlinge. Ach, gewusst wie. Nicole war bestimmt mal bei den Pfadfindern oder so. So, und hier das an die Türklinke, richtig? Ich lege eine Schlaufe um den Griff. Und wenn ich einfach gezogen hätte? Und jetzt? Kann man den nochmal mitnehmen hier? Gut. Wieder zurück, weil jetzt haben wir die Tür aufgemacht. So. Hier raus. Mal kurz speichern. Und die Tür geöffnet. Endlich. Endlich, mein Gott. Die Tür ist abgeschlossen. Was? Zu hoch. Na, normal, das Ganze habe ich jetzt hier was vergessen noch, oder? Die Tür ist offen. Ah. Stimmt, der Besen hat es noch blockiert. Na gut. Ja, dann muss man es wieder ganz genau machen. Jetzt sollten wir eigentlich auf unseren Cartman treffen. Oh, ich bin so aufgeregt, Leute. Und so froh, dass das Spiel endlich mal vorbei ist. Der Vollständigkeit halber gucken wir uns mal die Pumpe an. Ja, eine Pumpe. Sehr gut, Nicole. Oh, boah, ey. Also wirklich. Also auf zu Cartman! Endlich. Sie haben es geschafft. Sind Sie so begierig darauf, Ihr eigenes Ende zu sehen? Sie geben sich ganz schön mutig. Wo ist der Richter? Wolsey ist seit Jahren tot. Warum dieser Täuschungsversuch? Er ist vor 2 Tagen verschwunden. Das muss der Junior sein. Der interessiert mich nicht. Er ist bestimmt bei seinem Liebhaber. Peter Douglas, Sie sind verhaftet wegen Mordes. Lassen Sie sich Zeit. Lassen Sie uns reden. Vielleicht ändern Sie noch Ihre Meinung. Drehen Sie sich um und legen Sie die Hände an die Mauer. Sie sind lustig. Ich bin hier Gott. Herr über Leben und Tod. Zum letzten Mal. Drehen Sie sich um. Wollen Sie mich umbringen? Wie Benson eben? Eine Kugel in den Kopf und das war's? Wo wissen Sie das? Achso, Sie haben es gesehen auf Video. Das werden Sie nicht tun. Ich zähle bis 3. 1. Dies ist Ihre einzige und letzte Chance, sich die wahre Geschichte hinter meinen Verbrechen anzuhören. 2. Wenn Sie mich erschießen, und das werden Sie tun müssen, entgeht Ihnen die Gelegenheit, die ganzen Ereignisse zu verstehen. Sie werden vom Jäger zum Gejagten werden, gefangen und zu Tode gebissen. Wie primitiv. Ah, Nicole wird sich hier nicht manipulieren lassen. Nachdem wir hier mit diesen Horrorrätseln dir endlich gegenüberstehen, ist es das Letzte, was ich mit mir machen lassen werde. Reden Sie. Ich bin nicht bewaffnet, wie Sie sehen können. Sie können sich sicher fühlen. Ich habe niemals Waffen benutzt. Was ist mit Ihren Komplizen? Eigentlich hatte ich nie Komplizen, wie das Gesetz es definiert. Benson? Nein. Paul Reed? Nein, hat über nichts Bescheid gewusst. Jack Rowling? Wer? Dieser Journalist. Nein. Am hilfreichsten waren, wie Sie sie nennen, die Opfer. Warum haben Sie sie umgebracht? Und warum die Juroren aus Bensons Verhandlung und nicht aus Ihrer? Zuerst einmal gab es bei meiner Verhandlung keine Juroren. Ich habe eine Vereinbarung mit dem Ankläger des Militärs getroffen. Zum Zweiten habe ich meine Strafe verdient. Ich habe Paul zum Krüppel gemacht. Es war einfach nur ein Gerichtsurteil. Dann verstehe ich das nicht. Im Staatsgefängnis haben sie mich in eine Zelle mit Benson gesteckt. Als ich erst seinen Hintern gerettet hatte, buchstäblich und im übertragenen Sinne, betrachtete Archie uns als Freunde und vertraute sich mir an. Er versprach, mich aus dem Gefängnis zu holen. Ein Typ, der kaum dem Schicksal eines Sexspielzeuges entgehen konnte. Dann hat er mir detailliert berichtet, wie sein Vater die Jury beeinflusst hat und dass er diese Frau wirklich umgebracht hat. Ich konnte bis zum Morgen nicht schlafen,
Das waren die härtesten Stunden meines Lebens. Und zu welchem Schluss sind Sie gekommen? Leute erschaffen immer...